Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Ich nehme eins. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. Das fehlt jetzt Übung. Ich weiß nicht. Mal gucken. Wir testen. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Wir müssen mit dem Tutorial beginnen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade... Weil ich kann's halt nicht mehr, Leute. So. Aber ich habe so Bock auf das Let's Play und deswegen habe ich gesagt, starten wir. Womit... was? Wie geht denn das? Zieh das Schwert. Achso, auf 1. Ah ja. Und was mache ich mit J? Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Wie eine Wanderdüne. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Warte mal, ich kann nicht. Komm schon. Ja. Was treibst du da? Umschalten, links gedrückt. Zeitverschwendung. Genug. Hä? Was ist denn hier? Umschalt. Warte mal. Mist. Zeitverschwendung, genug. Umschalt links. Ist doch hier. Was zum Kuckuck treibst du da? Ah, okay, ja, ich hab's heute. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. WASD, Alt. Testen. Abräumen mit Leertaste. Ah ja, okay. Oh mein Gott, ist das noch ungewohnt wieder. Ich bin zu alt für jetzt. Perfekt. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ah, okay, paran, okay, alles klar, parieren. Simulieren jetzt. Nice. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Füge eine Reihe von Kontern aus. Schlag gegen Schlag. Mist. Warte mal, das verstehe ich noch nicht. Warte, bis Wesi mir angreift. Drücke unmittelbar vor dem Angriff eines Gegners und eine... Nee, hä? Hab ich doch gerade gemacht. Und jetzt? Hä, gerade hab ich's gemacht. Was soll denn die Scheiße jetzt auf einmal? Okay, das war nix. Oh Leute, ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll, aber wir machen es schon irgendwie. Füge eine Reihe von Kontern aus, hab ich doch. Da drücke, warte mal, stand drücke unmittelbar, ne? Drücke unmittelbar vor dem Angriff. Hab ich doch, was soll ich denn noch machen? Soll ich tanzen oder was? Es geht nicht, ich weiß nicht, was er von mir will. Los, auf sie! Leute, es geht nicht. Entweder ist meine Maus im Arsch oder was?
Es geht nicht. Was soll ich denn hier machen? Nee. Warte, bis Visi mir angreift. Da steht ja auch nur, ich soll Dings drücken. Aber steht da gedrückt? Ah, ja, ja, okay. Ich hab's. Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Oder ich hab's doch nicht. Oder geht das nicht immer? So, Junge da. Ja, perfekt. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Tabulator ist das hier oben, ne? Quen. Machen wir. Und Q aktiviert es. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Okay, das Kennzeichen schützt dich vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Okay. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni. Siehst du? Okay. Ohne das Quenzzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Ah ja. Geralt. Na los. Siehst du das, Ciri? Okay. Er wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Nein. Ich hasse dieses Gefühl. Ja, nice, was ist das denn? Axel verwirrt. Kann dich ganz schön durcheinander bringen. Okay. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das Ziel? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Ah, okay. Wie war denn das jetzt immer? Achso. Ah, okay. Nice. Was soll ich machen? Ich soll hier hochgehen, oder was? Ah, von hier. Okay. Nein. Aber es macht auf jeden Fall wieder Bock und ich habe auch Bock auf das Let's Play und ich hoffe, ihr auch. Und somit gucken wir mal. Das war falsch, okay. Hä, warum wirft denn der so hoch? Okay. Was ist mit C? Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Hä? Ich soll das wegpacken und er greift mich an, oder was? Ist der bescheuert, oder wie? Ja, moin. Und tschüss. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Ja, moin. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Ja, da konnte ich mich noch dran erinnern an die Szene. Oh Mann, ja, wollen wir auf jeden Fall mal schauen, dass, ja, was die Geschichte ist. Ich habe eine lange Zeit, also ich kann mich an nichts erinnern, so wirklich. Also von daher ist es perfekt, die Jahre sind vergangen und wir können gucken, dass wir The Witcher wieder vernünftig gespielt bekommen. Und wie gesagt, fleißig mit in den Kommentaren schreiben, Leute, ne? Alles klar? Mhm.
Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Na komm, wir erklären es ihm. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ja, okay, Siri? Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ja, Zeit zum Aufbruch. Warte mal. Ja, komm. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Zeit zum... Ja, okay, Zeit geht nicht anderes. Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Okay, privat. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Ist echt so. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Oh Mann. Ja, das kriegen wir schon. Okay. Bam, babam. Stufe 1 sind die, das ist immer noch schön. So, haben wir noch irgendwas? Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen in der ja, ich überspringe mal den ganzen Text, habe ich keinen. Noch mehr auftauchen. Nähere dich einem Pferd und drücke E. Konnte man nicht hier noch irgendwas mitnehmen? Ach ja. Komm, machen wir mal eben, bevor die jetzt hier... Vielleicht können wir das irgendwie verticken. Ich bin ja immer so ein kleiner Ramschkönig. Warte mal, wo ist denn der andere jetzt hier? Da. Immer so ein bisschen was verticken. Wenn man schon hier ist, dann, ne? Soll sich auch lohnen. Hallo, warte, ich bin noch nicht auf dem Pferd. Du Keck. So. So, fertig. Alles klar. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ja, davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Entschuldigung, Leute. So, dann guck mal, ich weiß... Aber wie gesagt, ich finde das so geil!
The Witcher war so ein sexy Spiel oder ist sogar noch ein so sexy Spiel. Brot, ich weiß gar nicht, wofür das war, für Leben, ne? Zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Oh. Reiten kann er auch nicht mehr, der Typ. Ja, moin. So. Warum läuft denn dieser Blöde? Ah ja, okay, wir sind schon da. Alles klar. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ach ja, da war ja was. Da war ja noch was. Okay, ey, was haben wir jetzt gemacht? Oh Leute, ich hab aussehen übersprungen, sorry. Ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nein, der schuldet uns nichts. Alles gut. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Nein, der hat uns ja wirklich nichts geschuldet. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Ja, wir sind freundlich. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön. Ein Schnaps. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay, sehr schön. So, wo müssen wir hin? Nach da. Können wir reiten oder mal laufen? Wir nehmen Plötze. Heißt nicht jedes Pferd Plötze, ja, sicher, ne? Jawohl. Boah, ich hab so Bock auf das Let's Play. Und wenn man Bock hat, deswegen habe ich jetzt euch lange zappeln lassen und. Ja. Am Dorf. Mich entschieden, das hab ich auch gedacht. Mit euch dieses Let's Play endlich zu machen. Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Ja, ja. Das kann die Monster irre machen. Auftragstafeln kennen wir doch mittlerweile alle. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir... So. Er hat gezappelt und geschrien. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. So,
Sehr nette Leute. Muss man ja mal sagen, ne? Mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Was schreiten die so auf einmal? Wir suchen nach einer Frau, zeig mir was du... okay, erstmal, was hat sie anzubieten? Ich mag sehr gerne, genau, handeln. Weil wir haben ja vorhin ein paar Sachen gesammelt schon. Und die würde ich gerne, ja, zurückgeben. Achso, die nimmt nicht alles, oder was? Okay, das hat die jetzt, was wir gebrauchen können. Aber warte mal. Was? Wofür ist denn jetzt was? Im Kampf, okay. Was ist ein Spier oder was? Alkohol, ja. Okay, nee, die nimmt nicht alles an anscheinend. Nee. Was ist das denn hier? Okay, lassen wir mal alles drin, was ist das? Fackel. Okay, kann ich nichts mitmachen. Das lassen wir alles. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, feilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the money.